Guess who's back? 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 Na, was sag ich? Don't panic! Abwarten und Tee trinken, lass die Verantwortlichen mal ihre Arbeit machen. Zwei Vertragsverlängerungen und zwei Neuverpflichtungen binnen 48 Stunden. Es geht also jetzt Schlag auf Schlag und angefangen mit Kevin Stöger. Herzlich willkommen zurück, Kevin. Kevin wechselt also zu uns wieder zurück, bekommt einen Zwei-Jahres-Vertrag hier, nachdem er bereits zwischen 2016 und 2018 hier gespielt hat. Und grundsätzlich natürlich eine absolute Top-Verpflichtung für uns. Aber zu Kevin Stöger gibt es nicht viel zu sagen. Ich denke, da gilt der gute alte Persil-Spruch, wer ihn noch so in Erinnerung hat. Persil, da weiß man, was man hat. Das kann man, denke ich, auf Kevin Stöger direkt 1:1 übertragen. Ich denke, er wird hier wohl in der kommenden Saison ganz klar die Rolle im Mittelfeldzentrum einnehmen. Ob das jetzt am Ende als Achter oder als Zehner sein wird, das wird sich dann natürlich auch zeigen, je nachdem, wie wir dann spielen werden. Ja, aber er wird definitiv nicht nur eine Alternative sein, sondern der Dreh- und Angelpunkt-Perspektive sicherlich wieder im Zentrum, der das Spiel bei uns dann nach vorne hin beleben soll. Ja. Und an Kevin Stöger, ich denke, wie ich gerade schon sagte, können wir uns noch bestens zurückerinnern. Vor allen Dingen, was bei ihm so besonders ist, ist einerseits, dass er ein Mentalitätsspieler ist, allerdings in Kombination mit technischen Fertigkeiten. Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich habe ihn noch bestens in Erinnerung, seine, sage ich mal, ja, Pässe in die Tiefe, seine Schnittstellenpässe auf Robby Kroos, ja, und dann auch diesen Kampf und Einsatz, den er immer gezeigt hat. Und ich denke auch, dass er bei uns hier wieder daran anknüpfen wird. Nach uns wechselte er zu Fortuna Düsseldorf, ja. Damals waren wir noch Trister Zweitligist und er hat dann natürlich den Schritt nach oben gemacht zu damals Fortuna Düsseldorf, ja, die noch in der Bundesliga gewesen sind. Hat dort Stamm gespielt in der Bundesliga, Erfahrungen gesammelt, ja, gute Zeit eigentlich verbracht, hat leider sich das Kreuzband dort gerissen, weswegen er etwas zurückgeworfen wurde. Zuletzt bei Mainz hat er nicht die größte Rolle gespielt, jetzt läuft sein Vertrag also aus, kommt zu uns ablösefrei. Wir haben in der Vergangenheit, so wie es aus den schon zu lesen gewesen ist, mehrere Anläufe unternommen, um ihn zurückzuholen. Jetzt hat es also geklappt. Und von meiner Seite aus, ja, so ein paar Pro oder Kontrast vielleicht. Pro auf jeden Fall, ganz klar, Kevin Stöger kennt die Bundesliga, ja, hat einfach auch schon nachgewiesen, dass er eine Stütze sein kann. Kennt zudem natürlich unseren Verein auch, riesengroßes Plus, wird hier also auch keine Eingewöhnungszeit brauchen. Mit Toto Lucia, mit Manuel Riemann und Danilo Soares hat er sogar noch zusammengespielt, ja, die Spieler sind nach wie vor da. Und ich denke, wer es wird, der wird da keine lange Anlaufzeit brauchen. Kontra, wenn überhaupt vielleicht, dass er zuletzt eben wenig Spielzeit hatte, dass er in Mainz eben kaum zum Einsatz gekommen ist. Und vielleicht, ja, der Kreuzbandriss, den er erlitten hat, der allerdings jetzt auch schon ein paar Jährchen zurückliegt. Ansonsten, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin vollends von diesem Transfer überzeugt und bin auch felsenfest davon überzeugt, wenn ihr mich fragt. Und ich glaube, dass auch, dass wenn Kevin Stöger wieder das Vertrauen des Trainers spürt, ja, dass wenn er seine Einsatzzeiten bekommt, dass er dann letztendlich wieder sein Können hier bei uns aufblitzen lassen wird und wieder zu alter Stärke findet. Ja, davon bin ich felsenfest überzeugt. Für mich ist es ein absolut Top-Transfer für uns. Da gibt es überhaupt aus meiner Sicht nichts daran zu rütteln. Ja, das ist wie gesagt meine Meinung. Wie gesagt, ich bin felsenfest überzeugt, dass er hier bei uns wieder voll einschlägt, wenn er verletzungsfrei bleibt und eine ganz wichtige Stütze bei uns im Mittelfeldzentrum wieder in der kommenden Saison sein wird. Ja. Das ist meine Meinung zu Kevin Stöger. Wie seht ihr den Transfer? Schreibt es doch wie gewohnt mal unten, dann können wir diskutieren. Wie ich schon eingangs sagte, es geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Der nächste Transfer, Jacek Goralski, ist ja de facto auch schon fix, nur noch nicht offiziell vermeldet. Das heißt, ich erwarte hier auch stündlich eigentlich die Meldung seitens des Vereins. Vielleicht kommt sie morgen erst. Das heißt, wir sehen uns jetzt dann zum nächsten Transfer zu Jacek Goralski dann zeitnah wieder. Also, so viel von meiner Seite nach längerer Zeit. Wie gesagt, wir sehen uns dann zeitnah wieder. Bis dahin, schönes Wochenende euch und macht's gut. Tschüss.